Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play Versuch von mir. Und zwar... Na los, etwas schneller, Leute. Digimon World DS. So, und zwar habe ich mich hierbei an Picuna 1... tue ja auch mit mir zu knuddeln. Picunas Let's Play Digimon World... das... Dawn, glaube ich, spielt sie. Ich spiele so gesehen die Vorgängerversion. Die heißt N. Nur die Version ist Englisch. Ich versuche zu übersetzen. Und zwar los. Sind Sie einverstanden mit dem Namen? Ja, bin ich. Ja, okay, ja, ja. Tut mir leid, meine Katze sitzt mir auf dem Schoß. Sieht aus, als wäre die Klasse weg. Und jeder ist nach Hause gegangen. Ich werde nur frei übersetzen, ne? Ich frage mich, was mit diesen mysteriösen Monstern aus dem Computer, was es damit auf sich hat. Sie sagen, sie kämpfen an Seite von Menschen, also können es ja keine bösen Monster sein. Falls es wirklich solche Dinger gibt, würde ich sie wirklich gerne mit meinen eigenen Augen sehen. Vielleicht kann ich etwas über sie im Internet finden. Google, nein! DigiSearch! Was soll ich suchen? Wie wär's mit Computer, Mysteriös und Monster? Tipp, 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 tipp und Siege. Digital Monster. Digitale Monster? Was soll das denn sein? Vielleicht, ist es das, was ich suche? Nun, lass uns ausprobieren. Digitale Monster. Siege. Sieging. 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 Das ist langweilig. Ich denke, es ist etwas mit dem Server nicht in Ordnung. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was? Boah! Was geht hier vor sich? Hey! Es ist weg! Was war das? Ich denke, ich kann sagen, dass es eine andere Welt war und die Monster darin waren in meinem Monitor. Waren das diese sogenannten Monster? Sie haben eine neue Nachricht. Was ist das? Ich habe eine Mail bekommen? Zick. Want you to open the door to the digital world? Möchtest du das Tor in die digitale Welt öffnen? Digitale Welt? Was ist das? Das muss es wohl sein, was ich gesehen habe. Ding, blink, blink. Hä? Was? Was ist passiert? Gjark! Ja, meine Katze ist gerade weggerannt. Okay, Intro. Wir kommen in die digitale Welt. Und bling! Okay. Da oben steht Digivice. Das kommt aber ein bisschen später gleich erst. Okay, da sind wir in der digitalen Welt. Da ist ein komisches Orgmon. Oder Ogamon? Wo bin ich? Ich war vor einer Sekunde noch in der Schule. Da ist etwas um meinem Hals. Was kann es denn sein? Es sieht nicht aus wie ein Handy. Was ist hier? Was geht hier vor? Ich verstehe es nicht. Gut! Nun lass uns zum nächsten Schritt kommen. Hä? Sie hört sich so an, als wäre jemand da drin. Wie kommst du denn darauf an? Da hinten ist ja niemand. Sonst würde da ja keiner reden. Hä? Was? Was zum Henker heißt das? Yay! Yay, 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 yay! Naja, weniger yay, aber... hört mir zu! Ich demonstriere einen Kampf zwischen Zivi, Angemon und Mamamon. So schaut aufmerksam zu. Mamamon! Heaven's Arrow! Smiley Bomb! Oh, das Bild ist so süß. Boah, wie cool. Ja, das andere würde mir auch nicht einfallen. So, Jungs, ihr könnt solche Fähigkeiten noch nicht einsetzen oder ihr habt sie noch nicht, weil ja. Aber ihr werdet sie irgendwann bekommen, wie, und dann werdet ihr digitieren wie der. Die reden schließlich mit denen. Ja. Das ist das, wofür die digitale Monster eben da sind, zu
meditieren, toll. Digitale Monster? Diese Monster sind? Dann können sie diese Monster sein, von denen hier jeder, also nicht hier, aber über die jeder redet? Lass uns mit unserer Stunde fortfahren. Wir Digimon, aka, Digital Monster, aka Digimon, werden, nachdem wir geboren sind, also was sind wir, nachdem wir geboren sind? Koromon, also wenn wir von Digi-Ex, Digi-Eiern, geboren werden, sind wir als allererstes, in der In-Training-Ausbildungsgeneration. Wie wir. So, okay, das ist richtig. Als nächstes werdet ihr, wie ich, als ein Agumon digitieren und stärker werden, in ein stärkeres Digimon digitieren, und zwar der Rookie Generation. Danach wirst du in ein noch stärkeres Digimon der Champion Generation digitieren. So, und dann wirst du eins der Ultimate Generation bekommen. Ja, dieses werden, Leute. Und als letztes wirst du in ein Digimon der Mega-Level-Generation steigen, wie ich. Ja, merkt euch das, manche Digimon digitieren unterschiedlich. Ich habe eine Frage! Ja, was ist los, Tokumon? Es ist wegen dem Digitieren. Ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll. Basically ist basisch, aber musst du eigentlich nur stärker werden, aber das allein reicht nicht, denn wir Digimon Monster, ich meine Digimon, brauchen einen Menschen als Thema. Wir brauchen ihn, um eben zu stärken, um eben hier unsere Qualitäten oder keine Ahnung was zu steigern. Ja, das war's für heute. Wir werden das unser Unterricht hier nächstes Mal fortfahren. Yes, Sir! Disziplin! Juhu! Das verschwindet. Also, wie man vielleicht feststellt, oder ja auch nicht, ich habe schon angefangen, das Spiel zu spielen. Ja. Hey, sie sind alle verschwunden. Nein, Ahn, wie kommst du nur da drauf? Auf dieses Ding sich da, das muss man jetzt gar nicht zu sehen zu stellen, muss das wohl bewirkt haben. By the way, übernimmt man ja so das, was die Digimon sagen, dass etwas über Menschen, vielleicht sind sie ja freundlich zu mir, bla bla bla. Oh, okay, ich werde ihnen folgen. Da 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 da. Ding, 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 ding. Ein Terriermon und ein Andromon, was irgendwie nicht stillstehen kann. Wo bin ich? Es ist ganz andere Welt. Und ich war kurz vor einer Sekunde noch woanders, oder sowas in der Art. Hä? Dich habe ich noch nie gesehen. Ein anderes Monster, also diesmal ein anderes Monster. Ach komm, das sagt jeder. Das sagt dir so jeder, der vorbeikommt, ne? Ich bin kein Monster, ich bin ein Terriermon. Wie auch immer, kein Problem. By the way, du bist neu hier, richtig? Willkommen in der digitalen Welt. Digitale Welt? Das ist das also. Ja, das ist richtig. Dieser Ort ist eine Welt anders als deine, mit einer Menge Digimon, in ihr drin. Ne? Hier, da haben wir schon zwei. Ja, und diese Stadt nennen wir Digi-Central. Es ist das Hauptquartier für menschliche Themas, in der Umgebung. Die Thema-Gemeinschaft nennt sich Thema-Union. Thema-Union? Das erinnert mich an die Digimon, die ich sah. Sie haben Themas erwähnt. Lass mich dich erklären. Themas sind Menschen, die einen Partner wie Digimon wie sie haben. Sie anführen die an und stärken sie. Thema Union, da gehen eben alle Thema hin, die eben Digimon haben wollen.
Also jetzt fragt sie natürlich, ob sie auch Thema wäre, falls sie ein Thema wird, ob sie dann sich mit Digimon befreunden kann. Digimon! Nein, ich will ihn nicht haben. Ja, natürlich. Wirklich? Dann denke ich, ich werde diese Union mal auschecken. Yeah, darum geht's lang. Okay, um in das Union Office zu kommen, musst du nur da die Treppen hoch, bla bla. Ja, okay, danke. Ja, viel Glück. Viel Glück beim Treppen hochgehen? Na gut, Leute, ich mache hier mal Pause und bis zum nächsten Mal.